Willkommen aus München. Wir haben hier den brandneuen Amazon Fire TV, der jetzt auch 4K unterstützt. Wie ihr sehen könnt, eine super kleine Box. Mein Bruder wird es testen. Er freut sich schon. Und dazu haben wir auch einen Controller bekommen. Der kostet 50 Euro. Die TV-Box selber 100 Euro. Nicht so billig, aber dafür können wir unter anderem auch alle neuen Codecs. Auch Kodi wird hier unterstützt. Also könnt viele lustige Programme installieren, beziehungsweise Apps. Das seht ihr hier oben wie bisher auch. Wir haben einen MediaTek Quad-Core-Prozessor drin, wenn ich richtig gelesen habe. Genau, 4 Kerne. Den internen Speicher können wir erweitern per USB. Und natürlich können wir auch per Sprache suchen, denn der Controller oder hier die Fernbedienung hat ein Mikrofon drin. Packen wir das Ganze mal aus, beziehungsweise ich kann noch hier an der Seite ein bisschen zeigen, was in der Verpackung drin sein wird. Da steht es nochmal. Aber eigentlich zeige ich euch ja sowieso jetzt hier in dem Unboxing, was ihr von dem Fire TV erwarten könnt. So, legen wir los. Machen wir das Ganze auf, wie immer schön Orange-Schwarz-Kombi von Amazon hier. Übrigens, den Controller werde ich auch auspacken. Das Ganze jetzt mal hier in einem. Oh, die Box ist sexy, aber eigentlich nur, weil es so eine Pralinschachtelbox ist. Wirklich schön klein, kantig und gefällt mir. Steht ganz jetzt in Amazon drauf, ich zeige gleich mehr dazu ohne Folie. Ich bin schon richtig excited. Dann haben wir einen kleinen Zettel zum Lesen. Noch einen, der in Schwarz ist. Das lesen wir jetzt mal schnell, was hier drin steht. Hier steht einfach verbinden, an Strom anstecken und was die Tastatur und Fernbedienung und alles so kann. So, ich weiß gar nicht übrigens, ob wir Bluetooth oder so drin haben für externe Tastaturen. Das wäre jetzt noch gut zu wissen, aber das steht hier gar nicht. Das werde ich dann später auch probieren. Doch, Bluetooth-Unterstützung für kompatible Kopfhörer und den Game-Controller. Dann haben wir hier das Ladegerät, ist wie immer bei Amazon ein bisschen wuchtig, 21 Watt, das ist nicht wenig, damit könnte ich schon ein Notebook der kleineren Sorte, zum Beispiel MacBook hier mit Strom versorgen, 1,4 Ampere bei 15 Volt, wow. Daran sieht man aber auch die Leistung, die wahrscheinlich hinter der kleinen Box steckt, auch für Spiele, deswegen gibt es ja den Game Controller dazu, wird dann auf jeden Fall auch spannend. Was hier noch drin ist, sind zwei AAA Batterien der Amazon Basic Serie. Die sind natürlich hier für die Fernbedienung gedacht, die so ausschaut. Hier können wir auch noch ein bisschen Folie abziehen. Hier haben wir einen Knopf für das Mikrofon. Hier können wir in vier Wege natürlich durchs Menü gehen oder hier entsprechend die Android-Knöpfe bzw. die Multimedia-Knöpfe sind auch vorhanden. Und die Rückseite lässt sich komplett abziehen oder schieben. Genau, und dann kommen da entsprechend die Batterien rein. Minimalistisches Design, ein bisschen viel Plastik, aber für 100 Euro kriegt man ja auch den Apple TV ja mittlerweile nicht mehr, der kostet ja auch 200 Euro. Ist aber mit einem ähnlichen Konzept gebaut. Oh, dieses neue Technik, der neue Technikgeruch ist immer super. Hier an der Unterseite steht ein bisschen, naja, Unwichtiges, das ist aber nicht gummiert, das ist einfach nur Plastik hier. Also ich spüre zumindest kein Gummi. Oben nur das Amazon-Logo. Das Ganze ist sozusagen staubresistent, also fingerabdruckresistent, nur das Amazon-Logo ist hier leicht glossy und außenrum einmal auch alles glossy. Da muss man ein bisschen mit dem Staubfinger dann darauf achten, aber wir haben auch nur hinten Anschlüsse, die kann ich mal kurz hier frei machen, dann sieht man die auch. Ich muss nur die Folie hier kurz abziehen. Und dann sehen wir auch schon hier, dass wir den internen Speicher per microSD erweitern können. Auch per USB-Stick. Netzwerkanschluss haben wir auch, aber natürlich auch WLAN vorhanden, ein HDMI und Stromanschluss. Ja, das Ganze müssen wir dann auch mal anschließen und ausprobieren. Das macht, wie gesagt, mein Bruder an seinem schönen Fernseher. Der ist bei mir hier der Multimedia-Tester, auch was Netzwerkfestplatten angeht. Schauen wir uns noch den neuen Controller an. Den werde ich im Testvideo mit dem alten Controller mal vergleichen und wir schauen auch, ob der alte Controller mit der neuen Box geht, natürlich. So, wie kriege ich das Ganze am besten auf? Ja, wieder genauso. Einmal hochklappen. Ich rieche immer gerne Sachen, frage mich wieso. Falls ihr My Name is Earl kennt, ich leck sie immerhin nicht. Also hier haben wir nochmal zwei kleine Bedienungsanleitungen. Normal große Batterien hier drin. Aber das würde ich am besten mit Envelope oder irgendwas ähnlichem austauschen. Und dann schauen wir uns mal den Controller hier an. Ich finde es ein bisschen frech übrigens, dass die teurer verkauft werden, teilweise als die von PlayStation bzw. von Microsoft, aber fühlt sich auch mindestens genauso hochwertig an, muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben einen Kopfhöreranschluss hier mit drin, also wir können auch ein Headset benutzen. Hier, wie ihr sehen könnt, der ganze Controller eigentlich genauso aufgebaut. Die Tasten, die fühlen sich doch billig an.
Die haben so ein ganz langes Travel, also die stehen viel zu weit raus, da muss man ganz schön lange drücken, weit reindrücken, damit man die Tasten dann drückt. Und vor allem sind die laut, hört ihr das? Schon mal vor, ihr spielt damit. Naja, auf jeden Fall, ja, die fühlen sich gut an, die Digipads und analog auch okay. Und in der Mitte natürlich auch, hier könnt ihr Spracheingabe und alles machen, also ihr müsst nicht unbedingt die Fernbedienung benutzen, wenn ihr nicht wollt. Genau, das war's auch schon mit dem ganz kurzen Unboxing der Amazon Fire TV. Bald gehen wir damit los und spielen ein paar Spiele, laden uns ein paar Filme runter und schauen uns auch 4K-Inhalte an. Wie, ich glaube, weiß gar nicht, welche Serien es in 4K gibt. Etwas mit Mozart in den Jungle zum Beispiel. Mein Name ist Manaschka, das war hier das ganz kurze Unboxing von der Amazon Fire TV. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.